Das sind wir. Das sind wir, meine lieben Freunde. F1 2014! Mit Kevin! Mein erstes Solo-Projekt mit Kevin. Was sagst du? Ich hab's dir immer gesagt. Du hast einen für Fußball. Du hast einen für Wrestling. Jetzt hast du auch endlich einen für den Granddaddy of them all. Den Motorsport. Ja. Der Motorsport ist jetzt hier endlich zu Hause. Er ist endlich angekommen, meine lieben Freunde. Und dieses Jahr meinen wir es ernst. Der Kevin und ich. Ich meine, gut, man muss ja sagen, Codemasters sagt so, Split-Screen-Season, nein, nein. Aber wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut. Wir werden, und das ist das first ever Split-Screen-Let's Play in 4 Jahren YouTube-Geschichte von mir. Sensationell. Ich kann es nicht fassen. Und nachdem es ja, wie gesagt, keine Season gibt für Split-Screen-Menschen wie uns, wir haben ja schon mal was vorbereitet, werden wir das alles selber ausrechnen müssen. Deswegen seht ihr am Ende jedes Parts, sobald das Rennen vorbei ist, seht ihr eine Tabelle mit den aktuellen Statistiken und wir fahren... Ist das dein Ernst? Was denn? Hast du mal auf das Wetter geguckt so ein bisschen? Oh. Alter, es regnet in Strömen. Ach du Scheiße. Ja, herzlich willkommen, der erste Saisonrennen, Melbourne. Nein, Melbourne im Regen! Albert Park, here we go! Ja, wir sollten nur erklären, ich fahre natürlich mit Ferrari. Und wer hätte es anders gedacht, Kevin fährt Red Bull. Ich hab Bock auf Brause und dachte mir... Oh Gott! Oh oh. Hast du schon verkackt? Ich hab, glaube ich, erstmal eine Verwarnung. Jawohl! Und ich hab, glaube ich, ein bisschen... Wieso denn ich? Oh Gott. Hä, hey, wieso hab denn ich jetzt eine Verwarnung bekommen? Ich war ein bisschen... Oh oh, ich bin schon wieder zu schnell! Oh! Oh, das Regen. Alter. Alter, ich häng fest. So, also ich fahre im Übrigen nicht mit Alonso, ich fahre mit Kimi. Ja, und wer hat das anders gedacht? Ich wollte ja wenigstens ein paar Sympathien ziehen. Und fahre natürlich mit Danny Ricciardo, ne? Muss sein. Nicht mit dem weinerlichen kleinen Bubi-Verschnitt da. Mit dem fahren wir selbstverständlich nicht. Also man muss auch dazu sagen, ne, wir haben, also ich habe das letzte F1 gespielt 2012. Da gab es ja ein ganz kurzes Video mal auf meinem Kanal. Ansonsten, ich habe mich auch weder eingespielt noch sonst was, wir beide nicht. Also wir sind hier quasi blind angereist nach Melbourne. Richtig. In die Karre und los geht's. Und los geht's, das ist richtig. Aber du fährst ja schon auf einer souveränen dritten Position, wie ich das sehe. Wir fahren 5 Runden, damit ein Rennen jetzt nicht länger als 20 Minuten dauert, sag ich mal. Also ich habe schon ein bisschen Respekt vorm Regen, muss ich sagen. Ne? Ich tucke hier schon so ein bisschen über die... Ja, und über den Platz. Wie hier alle sehen könnt, ich tucke so ein bisschen um den Frontflügel durch die Gegend. Er muss ja in die Box. Ey, Rosberg! Rosberg hat Bock. Und ich werde hier nicht ankommen, weil... Oh Gott. Du machst schon wieder den Olli, oder? Oh mein Gott! Schon wieder verwarnt. Aber noch keine Strafe. Ja, ich guck mir ein bisschen das Green hier an. Es ist schön, alles hier schön. Alter, ich komme ja mit dem Regen gar nicht klar, ne? Ich sehe schon, das ist ein toller Saisonauftakt. Das wird direkt. Ja. Ich meine, es sieht schön aus, ne? Ja, meine Karre nicht mehr so, die ist ziemlich Schrott, aber... Aber dafür fährst du noch souverän auf 3. Ja, und das hat sich jetzt gerade, glaube ich, eben erledigt, weil ich habe... Ich krieg ja gar keine... Wo du da schon bremsen musst, ey. Ich krieg gar keine Kurve mehr mit der Karre. Wundert's dich? Ohne Frontflügel, aufregen! Herzlichen Glückwunsch. Ja, Glück auf und jetzt zack, bin ich abgeschmiert. Das ist quasi jetzt meine Chance vorbeizuziehen. Alter, ich fahre hier mit 60 um die Kurve, weißt du? Dann fahre ich im Kindergarten schneller. Ja, der Rosberg hat mich jetzt auch schon kassiert. Mhm. Und jetzt hat der Massa mich kassiert. Und jetzt will mein Teamkollege... Alter! Ey! Das gibt's nicht. Was ist denn das für eine Scheiße gerade gewesen? Kannst du mir das mal erklären? Fährt er mir übelst krass hinten rein. Und dann musst du mal bremsen. Ja, und jetzt kommt der Vettel, will, aber beim Vettel, da verstehe ich keinen Spaß, da mach ich erstmal zu. Mit dem Teamkollegen, erstmal zumachen. Der Vettel, da geht gar nichts. Wir werden hier heute keine Freunde mehr, das sag ich dir. Aber schön, ich halte mich wenigstens vor dir mit meiner Schrottkarre. Ja, noch? Ja, weil... Weil? Ja, weil der Scheiß... Dich deine Gegner schon wieder nicht mehr... Ja, völlig zerberstet, ey. Ja, apropos zerbersten, ich bin schon wieder im Gras. Oh Gott. Das wird hart. Wir sind in der 2. Runde. Ich würde sagen, ich komme nicht an, aber. Das wäre ja mir ganz recht. Ja. Wer sagt denn, warum ich nicht ankomme?
Vielleicht hast du mich ja gerammt, oder? Ich dich. Erstmal gucken, was am Ende hier noch für 30.000 Strafen gibt. Und bis jetzt werden wir nur verwarnt. Ja. Ja, also noch habe ich ja nun wirklich gar nichts gemacht. Wie ich da am Anfang... Oh, oh. Wie ich da am Anfang eine Verwarnung kassiert habe, ist mir auch nicht so ganz klar gewesen. Du rast da rein wie ein Irrer und ich bin schuld, weißt du? Oh, der fährt. Guck ihn dir an. Er will schon wieder was. Er will's schon wieder wissen. Ja. Nässe. Ach echt? Wäre ich nicht drauf gekommen. Nee, muss in die Box. Intermediens reicht heute. Oh, 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 oh! So. Oh. Oh Gott, Danny Kiat, wo kommt der denn her? Ja, Kiat. Kiat? Kiat hat Bock. Kiat? Ich habe Vettel gerade überholt. Ja, der hat auch irgendwie meine Kampf. Pass auf, der Kiat, der rastet gerne mal aus. Der ist mir vorhin auch schon hinten reingefahren. Oder hinten in die Seite eher. Ja, der hatte Bock. Gefühlt. Den Master sehe ich auch nie wieder da vorne. Wahrscheinlich. Genauso wie, ich glaube, die beiden Mercedes, die haben sich auch total verabschiedet da vorne. Also wie in echt, ne? Oh, scheiße, nein! Wenn die Mercedes Bock haben, da wächst kein Gras mehr. Scheiße, oh Gott, ja genau! Da ziehen sie alle an mir vorbei, quasi fast einmal ins Green. Fuck, Mann, war doch gerade noch so schön Sechster. Ich könnte sagen, du machst heute Splits Green. Ja. Badumts. Ja, so war das. Ja, noch ist hier nichts entschieden, dritte Runde. Noch kannst du sicher nicht gewinnen. Also. Nicht, dass du hier einen Mercedes einholen würdest. Aber. Richtig. Ja, wir fahren auch nicht um die Pole oder so, wir fahren eh rein um Spaß. Wir dürfen ja nicht mal um die Pole fahren. Ja, ist ja schon, ist ja gescriptet. Gerade bei Codemasters. Scripted F1. Ich muss so früh bremsen, ne? Lenkung, nein, nein. Ja, nicht nur du. Hast du auch schon keine Schnauze mehr? Ne? Müsste noch eine haben, ja, ich habe noch eine. Eierst du nur dann so da hinten rum? Ja, ich... Oh! Kiat ist raus! Wer ist raus? Danny Kiat ist raus? Kiat ist raus! Hat er sich quasi verabschiedet. Heißt, ich habe wieder meinen hässlichen Nein! Ich glaube, der ist gerade ausgefahren. Ab ins Kiesbett. Schon wieder einen Platz gehabt. Ja. Den du dann. Der ist raus. Der ist wirklich raus. Das ist doch krass. Vierte Runde, also auch realistisch, ne? Es gibt alles vom Motorschaden bis Flitzer. Okay, Motorschaden in der vierten Runde finde ich für meinen Motor ziemlich traurig, aber. Im ersten Rennen. Naja, so. Es ist ja hochgerechnet, darfst du nicht vergessen. Vierte Runde ist jetzt fast schon 50. Meinst du, Codemasters, das gibt sich so viel Mühe überhaupt? Ich glaube nicht. Nachdem ich sehe, dass sie hier nur ein Kader-Update rausgebracht haben, was quasi noch schlimmer als FIFA ist. Gut, mit dem einzigen Unterschied, dass Codemasters dann aber auch nur gefühlt 30 Euro verlangt, anstatt EA 70. Ja, Codemasters, die sind nett. Immer gewesen. Die neue Engine kommt nämlich erst nächstes Jahr raus, die Next-Gen-Engine. Also dürfen wir hier noch ein bisschen gucken. Aber der Kevin hat gesagt, du, ich hab Bock. Und da dachte ich mir ganz ehrlich, das wird geil. Ich hatte damals schon so Bock, als du das mit Olli gespielt hast, weißt du? Ja. Und dann war nach zwei Rennen die Meisterschaft eigentlich schon wieder vorbei. Und Romain Grosjean hat Bock. Hat Bock, ja, innen, schön. Kommt aber nicht vorbei. Habe ich klassisch zugemacht. Ja. Und jetzt bist du schon wieder uns hier am Arsch am Kleben. Und jetzt bin ich mal in der Nähe. Da dachte sich der Kevin, der macht das jetzt mal richtig. Und wird dann ähnlich bisschen. Wie Tim durchgezogen. Also WWE verglichen jetzt. War jetzt keine Anspielung oder so. Ja, gut. Wird auf jeden Fall geil. So, Jean, vorbei. Jetzt hat er Spaß. Ich bin jetzt wieder zurück auf 6, mein Freund. Ich sag doch, hier ist noch nichts entschieden. Im Endeffekt dreht sich's ja eh nur um uns beide, weil Platz 1 bis 4 ist reserviert. Richtig, zweimal Mercedes und was da gerade sonst noch so nach vorne fährt. Genau. Verpiss dich. Verpiss dich! Will sich schon wieder einhaken. Also der will schon wieder schunkeln mir auf dem Oktoberfest. Ja, warum denn Verwarnung? Warum verursache ich immer die Kollision, wenn der sich hinten einhaken will? Nur einmal die Spur wechseln. Hast du das Reglement nicht exakt im Flieger studiert, als wir hier geflogen sind? Blind quasi. Blind. Hab ich, ey. Hab ich. Klassiker. Seit fast 20 Jahren die Eröffnung der Formel 1. Göttlich, Albert Park. Ich liebe den, ne? Wir müssen irgendwann, wenn wir damit echt mal durch sind und den Leuten gefällt das, also wenn es euch gefällt, dass wir hier jetzt eine echte krasse Season raushauen, lasst ruhig mal einen Daumen da, damit ich das sehe und dann hätte ich Bock auf so ein schönes Retro-Projekt. F1 2002 war nämlich meines Erachtens der geilste Teil. Was für 2002? Wir fangen mit 95 an, oder? Wir gehen alle Jahre durch. Das ist nämlich das geilste Spiel. Pole Position 99 für ein N64, das war auch richtig geil. Schön eckig. Ja, Mann, aber das war auch richtig geil. Aber F1 95 für die PlayStation 1,
Da fährt der Schumi noch im Benetton. Göttliches Spiel. Stimmt. Komme ich jetzt echt nicht mehr an den Kevin ran, oder was? Doch, ich habe mich verbremst. Jetzt hast du mich. Noch nicht. Ich tue mir noch schwer, aber es wird spannend. Es wird spannend. Ich kann mich noch erinnern am ersten Part. Ich bin souverän gefahren und in der zweitletzten Kurve habe ich verkackt. Das habe ich damals so gefeiert. So ein geiles Rennen gefahren und dann... Oh, jetzt sitzt hier eng. Leute, es ist mega spannend. Oh! Ja, jetzt ramm ich auch noch. Nein. Hamilton hat schon gewonnen. Ich habe gebremst, alles gut. Ich bremse auch für Tiere, weißt du? Ja. Ich mach den Danny hier. Scheiße, oh Gott! Oh, ich heiße so spannend und kam aus. Oh, ich entscheide, komm, wir verloren halten. Zwei Kurven! Ah, nein! Da macht er zu! Weltklasse, der Danny, Weltklasse! Nein. Letzte Kurve und jetzt muss ich's vor dir... Nein, vermiss dich! Oh, nein! Und nein! Der Vettel, eiskalt! Und dann geht er vom Gas und da ist auch nur Achter! Weltklasse! Oh Gott, ich geh vom Gas, ich Idiot. Wie geil ist das denn? Da denkt er, er wäre über die Linie drüber. Geht total auf die Bremse. Bang. Oh Gott, und jetzt kriege ich nur 4 statt 8 Punkte. Oh mein Gott. Oh, und dein Teamkollege hat mal gezeigt, wie man das im Europa-Park richtig macht. Er ist nämlich Zweiter geworden. Das ist richtig. Jetzt müssen wir natürlich noch erklären, ist eine Saison. Wie läuft das jetzt mit dem Punktesystem ab? Das ist ganz einfach. Wir hören jetzt auf mit der Aufnahme, werden das in eine Excel-Tabelle eintragen und die seht ihr jetzt gleich noch reingeschnitten. In diesem Sinne, das war es von uns vom ersten Part, vom ersten Rennen aus dem Orwell Park. Sehr geil, sehr, sehr geiler Anfang. Ich bin gerade schwer enttäuscht von mir, was ich mir dabei gedacht habe, kann ich nicht erklären. Egal, jetzt schon wieder ein Epic Moment. Ja, wie gesagt, Daumen hoch, wenn es euch gefällt, wenn es euch Spaß macht. Und dann sehen wir uns morgen zum zweiten Rennen in dieser jetzt schon sensationellen Saison wieder. Wo wir auch immer hinfliegen, ist wie immer blind. Wir haben keine Ahnung, der Kalender ändert sich jede 2 Wochen. Und, machen wir so. Wir kennen da nichts, ne? Bis morgen. Tschüss.